Hallo und herzlich willkommen zu einem ernsten Thema, präsentiert von mir, Wizard. Auf jeden Fall, heute geht es um das Thema, wie Jugendliche zu Drogen kommen und warum sie zu Drogen kommen. Okay, fangen wir mal an. Ich erzähle euch einmal, wie ich zu Drogen gekommen bin. Auf jeden Fall, ich war früher nicht sehr selbstbewusst, habe einen niedrigen Selbstwert gehabt und dann bin ich zu Drogen gekommen, die mich auf einmal gepusht haben. Ich war selbstbewusst, habe einfach, bin aus mir rausgekommen. Ich habe mein wahres Ich, also es ist ja nicht wirklich das wahre, wie es ist, das Ich verstärkt irgendwie, na, auch blöd gesagt, aber man hat auf einmal Selbstbewusstsein. Und das ist schlecht, weil dann will man es immer öfter haben, man will wieder in diesen selbstbewussten Glückszustand. Und das Problem dabei ist, man wird dann psychisch abhängig, man will es immer öfter, sicher will man sich immer gut fühlen und Spaß haben, yeah. Aber das ist ein Spiel mit dem Feuer, aber das erkläre ich euch dann nachher. Jetzt einmal, wie kommen Jugendliche zu Drogen? Meistens kennt jeder irgendwen, der Drogen nimmt, oder du bist auf einem Festival, auf einmal hat irgendwer ein weißes Sackerl in der Mann oder so mit und sagt so, hey, probier mal, voll lang, und du fühlst dich super. Und das in der Gruppe ist halt gefährlich und besonders die mit wenig Selbstbewusstsein sind betroffen wegen der psychischen Abhängigkeit. Also am besten not even once. Ich bin kein Drogengegner, sage ich gleich. Ich habe sehr gern Drogen genommen, aber ich habe früher auch immer gesagt, ich kann keine Schizophrenie bekommen. Und was habe ich bekommen, liebe Leute? Eine Schizophrenie. Also, das Problem ist, man kommt einfach zu leichten Drogen mit einem Deep Web und so. Und man kennt meistens jemanden, der einen kennt, der Drogen verkauft. Also irgendwie kommt man immer zu Drogen. Es gibt genug Wege. Und das ist eben das Schlechte daran. Aber wenn es nicht so verboten wäre, ich finde gut, dass manche Sachen verboten sind. Gras zum Beispiel verstehe ich nicht, warum es verboten ist. Kann auch Psychosen auslösen, wenn man es übertreibt und zu hochgezüchtetes nimmt. Aber es kann auch einen inspirieren, kreativ machen und alles ist lustig. Aber ist das wirklich, wenn man Drogen mit wirklich Bewussten nimmt, könnte man sagen, dann hat man vielleicht auch manche Vorteile, kann es genießen. Aber eben, man weiß nicht, ob man schizophren wird oder eine andere Erkrankung kriegt. Also mit Drogen wird man eher schizophren. Also es kann auch schlimmer sein, ne? Aber Schizophrenie ist schon was wirklich Schlimmes. Also ich habe eine sehr harte Zeit durchgemacht und jeder Schizophrene macht harte Zeiten durch. Man hat dann immer die normalen Probleme wie andere Beziehungsprobleme immer wieder. Man ist mehr mit sich beschäftigt irgendwie, hat Halluzinationen. Ich glaube zum Beispiel, dass man Gott ist und so, das ist gefährlich und man macht auch ziemlich blöde Sachen, wie es in meinen Storytime-Videos, Schizo-Storytime-Videos sehen könnt, also hören könnt, wenn es euch erklärt, da wird es auch bald weitergehen, aber jetzt dabei noch nicht. Auf jeden Fall, ja, wenn jeder kommt an Drogen, wenn er will, das ist das Problem. Aber das richtige Problem sind dann, also ein hartes Problem ist, das was man auf der Straße kauft, ist meistens gestreckt. Und am schlimmsten sind die, die was mit Schwermetallen strecken. Man merkt es nicht, aber da kriegt man noch leichter eine Schizophrenie und Psychose halt. Auf jeden Fall, ja, Entschuldigung, ich habe Kratz am Hals. Jo, das ist, in der Pubertät sind halt die Jugendlichen besonders leicht abhängig zu machen von Drogen und darum sollte man ein bisschen aufpassen und eine bessere Aufklärungsarbeit machen. Und falls ihr noch Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt es einfach in die Kommentare da unten. Und jo, ich glaube, das passt ja. Passt auf, was ihr macht. Peace out, euer Wizard.